Hallo Leute, Kelly hier. Heute tauchen wir mal in die Abgründe meiner Persönlichkeit ab. Ein dunkler Ort. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich herausfinden will, was an diesem Ort alles geschieht. Aber ich traue mich jetzt einfach mal mit euch zusammen. Ich mache dieses YouTube-Ding jetzt schon im 7. Jahr, glaube ich. Das verflixte 7. Jahr. Das heißt, ich habe angefangen, als ich 17 Jahre alt war. Und seitdem hat sich unglaublich viel verändert. Hoffe ich zumindest. Deswegen ist es eine gute Möglichkeit, dass ihr mich auch nochmal mit begleitet und etwas besser kennenlernt. Die neue Kelly, die freshe Kelly, die gerade hier sitzt. Offensichtlich. Und zwar mit Hilfe des Myers-Briggs Typenidentikators. Das ist jetzt kein Teste-Dich-Test, sondern ein Persönlichkeitstest, der, soweit ich weiß, im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden ist. Als viele Männer als Soldaten in den Krieg gezogen sind und Frauen in die Jobs einspringen mussten. Diese konnten dann anhand dieses Tests rausfinden, welche Persönlichkeiten sie haben und dann ihren Job wählen, der am besten zu ihnen passt. Hier geht es nicht primär um Jobs, sondern eher darum, wie du mit deinem Umfeld umgehst und anderen Leuten, ob du eher extrovertiert oder introvertiert bist. Das wird gleich nochmal auf der Seite erklärt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und finden heraus, ob ich ein Psychopath bin, so wie viele vermuten. Wie auch ich. Das erste, was hier steht, ist, unsere Leser sagen, dass der 16 Personalities Test so genau ist, dass es fast ein bisschen unheimlich ist. Alles klar. Sollte ich so viel über mich im Internet preisgeben? Vermutlich nicht. Da das ja wirklich ein professioneller Persönlichkeitstest ist und nicht irgendein Quatsch, hoffe ich zumindest, erhalte eine genaue Beschreibung davon, wer du bist und warum du Dinge auf die Art und Weise angehst, wie du es tust. Wird das also meinem Leben weiterhelfen? Ich hoffe doch, denn so können sie weitergehen. Versuche keine neutralen Antworten zu hinterlassen. Das ist irgendwie wirklich schwierig. Ich bin ein sehr neutraler, harmoniebedürftiger Mensch, glaube ich. Los geht's. Es fällt ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. Da würde ich so einen mittleren Stimmt nicht geben. Sie verlieren sich oft so sehr in Gedanken, dass sie ihr Umfeld ignorieren oder vergessen. True. Definitiv. Mir fällt es schwer, mich auf Dinge zu konzentrieren, die um mich herum passieren, weswegen viele finden, ich wirke sehr verplant, beziehungsweise es stimmt einfach, dass ich verplant bin. Sie versuchen, ihre E-Mails möglichst schnell zu beantworten und mögen keine unordentliche Inbox. Es ist schwer, Dinge trotzdem durchzusetzen, die ich nicht mag. Ich versuche die ganze Zeit schnell E-Mails zu beantworten. Mein Handy spricht aber eine andere Geschichte dazu. 5.399 unbeantwortete Mails. Alles klar. Es fällt ihnen leicht, entspannt und konzentriert zu bleiben, selbst wenn sie unter Druck stehen. Das dachte ich immer, das war auch vor ein paar Jahren noch so, aber ich weiß nicht, wie viele Nervenzusammenbrüche ich letztes Jahr hatte. Oder der da kommt. Manchmal stresse ich mich auch gar nicht. Normalerweise beginnen sie keine Gespräche. Mit Leuten, die ich kenne, schon. Mit Leuten, die ich nicht kenne, nie. Ich würde jetzt eher mal ins Schlechtere schätzen. Sie tun selten etwas nur aus Neugier. Doch, ich bin sehr neugierig, obwohl ich ein Schisser bin. Aber ich bin neugierig. Es holt mich zumindest aus manchen Situationen, die ich sonst nicht machen würde, raus. Zum Beispiel, als ich in Chile von einem 7 Meter hohen Truck gesprungen bin. Oder das erste Mal geritten. Dazu kommt auch noch ein Video übrigens. Also, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Sie fühlen sich anderen überlegen. Yep. Und das ist schlecht. Meistens. Organisation ist ihnen wichtiger als Anpassungsvermögen. Ich weiß gar nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Das sind für mich komplett verschiedene Dinge. Aber im Organisieren bin ich ziemlich schlecht. Das heißt, ich muss hier runtergehen. Sie sind normalerweise hoch motiviert und haben viel Energie. Normalerweise not. Ich mag es einfach, auf dem Sofa zu liegen und Serien zu gucken, okay? Meine Güte. Es ist ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass sie eine Debatte gewinnen. Stimmt auch nicht mehr so ganz. Vor ein paar Jahren noch war ich ein ziemlicher People-Pleaser, da bin ich jetzt ein bisschen rausgewachsen. Aber ich bin noch nicht ganz raus, deswegen der hier. Sie haben oft das Gefühl, dass sie sich bei anderen rechtfertigen müssen. Eher selten. Jetzt kommen mir alle Rechtfertigungsvideos in den Kopf, die ich schon auf YouTube gestellt habe. Also, ihr Umfeld zu Hause und am Arbeitsplatz ist recht ordentlich. Ja, würde ich schon sagen. Recht ordentlich? Ja. Super ordentlich? Es macht ihnen nichts aus, im Mittelpunkt zu stehen. I love it. Ihrer Meinung nach sind sie mehr praktisch veranlagt als kreativ. Ist dieses Video kreativ? Andere schaffen es selten, sie zu verärgern. Ich ärgere mich tatsächlich nicht oft, nur über mich selbst eigentlich. Ihre Reisepläne sind für gewöhnlich gut überlegt. Absolut nicht. Ich fahre einfach los. Und das finde ich auch immer das Lustigste. Deswegen stimmt nicht. Fett aber. Sie finden es oft schwierig, die Gefühle anderer zu verstehen. Stimmt gar nicht. Ich habe meistens das Gefühl, ich kann mich viel zu gut in andere Leute reinversetzen. Und deswegen streite ich mich auch nicht so oft, weil ich mir denke,
denkt so, ja, I get you, bro, es ist scheiße für mich, aber irgendwie kann ich es nachvollziehen. Ich bin trotzdem sauer. Wahrscheinlich habe ich eine gespaltene Persönlichkeit. Ihre Laune kann sich sehr schnell ändern. Yep. Was wieder für die gespaltene Persönlichkeit spricht. Bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein als die wunden Punkte anderer. Ich meine, man kann schon ein bisschen Shade throwen, dagegen spricht ja nichts. Sie machen sich selten Sorgen darüber, wie sich ihre Handlungen auf andere auswirken. Das stimmt nicht ganz. Ich bin schon ein bisschen besorgt, aber eigentlich ist es mir fast Schnuppe, deswegen das hier. Ihre Arbeitsweise ähnelt eher willkürlichen Energieschüben als einem methodischen und organisierten Ansatz. Yes, volle Kanne. Weswegen ich irgendwie im richtigen Job bin, weil ich diese Energieschübe nutze, wenn ich diese Videos drehe. Weswegen alle da draußen denken, ich habe den Verstand verloren. Was nicht heißt, dass es nicht komplett stimmt, aber... Sie sind oft anderen gegenüber neidisch. Nie. Was vielleicht damit zu tun hat, dass ich eine narzisstische Veranlagung habe und mich nur für mich selbst interessiere. Ich arbeite dran. Ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oftmals besser als eine gesellschaftliche Veranstaltung. Ja, da bin ich so ein Mittelding, glaube ich, mittlerweile. Das Ding an einem introvertierten Menschen ist ja, dass er quasi seine Energie daraus zieht, alleine zu sein. Das ist definitiv bei mir so, aber ich mag es halt auch einfach, wie schon an einem anderen Punkt gesagt, im Mittelpunkt zu stehen und irgendwie Leute zu unterhalten. Obviously. Aber das ist für mich sehr anstrengend, weswegen ich psychische Störungen von diesem Job bekomme. Einen Plan entwickeln zu können und diesen zu verfolgen, ist der wichtigste Teil eines jeden Projekts. Okay, diese Fragen ähneln sehr anderen und ich beantworte jede verschieden. Aber wenn es um Projekte und ums Arbeiten geht, wie es hier dargestellt ist, dann finde ich das schon relativ wichtig, auch wenn ich den Plan nicht verfolgen kann. Versteht ihr, was ich meine? Und weil ich jetzt so verunsichert bin, weil ich die anderen Fragen ganz anders beantwortet habe, mache ich hier nur den hier. Sie lassen sich selten von Fantasien und Ideen ablenken. Oh mein Gott, ständig. Sie verlieren sich oft in Gedanken, wenn sie in der Natur spazieren gehen. Yep. Wenn jemand nicht schnell auf ihre E-Mail antwortet, machen sie sich Sorgen, ob sie etwas falsch gesagt haben. Nee. Das wirkt irgendwie super unsympathisch. Als Elternteil ist es ihnen wichtiger, dass ihr Kind zu einem liebenswürdigen Menschen heranwächst, als unbedingt intelligent zu sein. Ich denke, wenn man liebenswürdig ist, muss man auch eine bestimmte Art von Intelligenz haben. Zum Beispiel irgendwie soziale Kompetenz und da irgendwie intelligent vorgehen. Das hängt für mich zusammen. Deswegen würde ich einfach mal volle Kanne stimmt gehen. Sie lassen nicht zu, dass andere ihre Handlungen beeinflussen. Das stimmt nicht. Ich bin ziemlich beeinflussbar, aber auch dickköpfig, deswegen gehe ich da nicht ins Ganze. Ihre Träume drehen sich häufig um die reale Welt und deren Ereignisse. Tatsächlich. Ich verarbeite sehr viel im Traum, deswegen stimmt. Eigentlich träume ich fast nie irgendwelche unrealen Fantasiesachen. Das ist echt alles anders. Das ist echt alles voll gegensätzlich. Ich bin bestimmt ein Psycho. An einem neuen Arbeitsplatz machen sie schnell bei gesellschaftlichen Aktivitäten mit. Stimmt, aber nicht gerne. Aber ich überwinde mich oft bei sowas, weil ich weiß, dass es mir in Zukunft dann leichter fällt. Deswegen so ein Mittleren. Sie improvisieren eher, als dass sie vorsichtig planen. Stimmt. Ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese steuern. Das stimmt wiederum nicht. Ich bin ein krasser Kopfmensch. Was man unter anderem an meiner Hand sieht, habe ich mir sagen lassen. Denn meine Kopflinie und meine Herzlinie liegen sehr weit auseinander. Das heißt, ich bin ein Kopfmensch. Vorausgesetzt, man glaubt an sowas. Sie gehen gern zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet oder Rollenspiele stattfinden. So Karneval oder Motto-Partys oder so. Finde ich schon cool. Da gebe ich auch gerne mal alles, wenn ich Zeit habe. Deswegen so... Lala. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind. So ein Mittelding, würde ich mal sagen. Ich verwerfe schon oft Sachen, weil ich mir denke, what the fuck? Aber ich bin auch eine Träumerin, deswegen... Sie improvisieren lieber, als Zeit damit zu verbringen, einen detaillierten Plan auszuarbeiten. Ja, das stimmt. Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Ich würde jetzt doch eher mal mittlerweile auf stimmt... nicht eher zusteuern. Wenn sie ein Unternehmen hätten, würde es ihnen schwerfallen, loyale Mitarbeiter zu entlassen, die allerdings geringe Leistung bringen? Ich denke, ja, eher. Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz.
Nee. Logik ist für gewöhnlich wichtiger als Herz, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Stimmt. Es ist ihnen wichtiger, ihre Optionen offen zu halten, als eine Aufgabenliste zu haben. Ja, ich halte alle Optionen offen. Das ist so weit, dass es schon ein Problem ist. Wenn ihr Freund ihre Freundin über etwas traurig ist, dann bieten sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass sie Möglichkeiten zur Problemlösung vorschlagen. Beides. Da bin ich irgendwie so ein bisschen, hey, du kannst bei mir leben, solange du willst. Aber wir suchen eine Lösung zusammen. Du bist nicht alleine. Sie fühlen sich selten unsicher. Stimmt absolut nicht. Ich fühle mich ständig unsicher. Sie haben keine Probleme damit, einen persönlichen Zeitplan festzulegen und sich daran zu halten. Stimmt absolut nicht. Ich habe sehr viele Probleme. Das ist ein großes davon. Recht zu haben ist bei der Teamarbeit wichtiger als kooperativ zu sein. Nö. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten, und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Ja, es kommt drauf an. Es gibt viele weirde Meinungen da draußen, die absolut unter aller Sau ist. Das hat mir das Internet beigebracht. Man sollte die nicht ganz ignorieren, die anderen Meinungen, aber Sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Ich ziehe ja Energie daraus, alleine zu sein. Also stimmt nicht. Sie verlegen Dinge häufig. Ich verschieb Sachen einfach auf den nächsten Tag. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Ja, relativ stabil. Ihr Kopf ist stets voller unerforschter Ideen und Pläne. So märchenhaft würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Sie würden sich selbst nicht als Träumer oder Träumerin bezeichnen. Ich glaube, das habe ich sogar in diesem Video schon getan. Es fällt ihnen unglaublich schwer, sich zu entspannen, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Das stimmt nicht, aber da musste ich mich dran gewöhnen. Im Allgemeinen verlassen sie sich eher auf ihre Erfahrung als auf ihre Vorstellungskraft. Oh mein Gott. Ich kann Dinge noch nie gemacht haben und ich sage zu Leuten, ich kann sie sehr gut. Das ist ein echtes Problem. Das hat mich in Situationen gebracht, die dann ziemlich schnell ziemlich lächerlich geworden sind. Aber ich denke immer, ich kann alles, bis ich mir selbst das Gegenteil beweise. Und allen anderen um mich rum auch. Sie machen sich zu viele Sorgen darüber, was andere Menschen denken. Nee, das habe ich mir wegen YouTube abgewöhnt. In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand, als sich in der Raummitte aufzuhalten. Nee, das stimmt gar nicht. Also ich gehe nicht aktiv auf die Raummitte zu, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich verstecke. Sie neigen dazu, Dinge aufzuschieben, bis nicht mehr genug Zeit bleibt und alles zu erledigen. Ja, das stimmt schon. Das ist schon ein großer Motivator. Sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. Ja, nervös bin ich oft. Aber ich lasse mir meine Schwäche nie anmerken. Bilde ich mir zumindest ein, aber wie wir gerade schon erfahren haben, ich rede mir viele Dinge ein, die ich gar nicht kann, okay? Sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Ja, auch wieder 50-50. Ich glaube, das ist die gesunde Mischung von beidem. Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert, zum Beispiel was Bücher, Kunst oder Filme angeht. Ja, stimmt, würde ich sagen. Ich bin schon sehr neugierig. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen sie oft die Initiative. Ich wünschte. Oh, wir sind schon fertig. Aktivist. Okay. Okay, es scheint so, als hätte ich mich in den letzten Jahren ein bisschen mehr in die extrovertierte Richtung entwickelt. Taktiken suchend eher. Ich suche so einiges. Meistens mein Handy, obwohl ich es schon in der Hand habe. Die ENFP-Persönlichkeit ist ein wahrhaftiger, freier Geist. Charmant, unabhängig, energiegeladen und leidenschaftlich. Du kannst die Welt mit nur einer Idee verändern. Ja. Wäre schön, wenn diese Idee mal kommen würde, okay? Sie betrachten das Leben als komplexes Puzzle, true, und es macht mich fertig. ENFPs sind sehr unabhängig und viel mehr als Stabilität und Sicherheit streben sie nach Kreativität und Freiheit. Oh mein Gott, it's so true. Verliere den kleinen Funken Verrücktheit nicht. Versuch's nicht mal, der wird nie weggehen. Also bin ich ein Psycho. Das ist wohl das Ergebnis. Oh, bekannte ENFPs. Robert Downey Jr., love him.
Film. Will Smith, Robin Williams, Drew Barrymore, Russell Brand. Nice. Sie sind durchaus in der Lage, vom leidenschaftlichen Idealisten bei der Arbeit zum fantasiereichen und enthusiastischen freien Geist auf der Tanzfläche umzuschwenken. Wenn man das mal wortwörtlich nimmt und ich ans letzte Wochenende in diesem Hip-Hop-Club denke. Oh. Wenn ihr euch für das komplette Ding interessiert, könnt ihr euch das ja durchlesen. Wie gesagt, ich bin ein ENFP. Wenn ihr den Test selber machen wollt, lasse ich euch einen Link in der Videobeschreibung da. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr seid oder ob ihr überrascht seid, was bei mir rausgekommen ist. Ansonsten lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, damit wir uns auch beim nächsten Video sehen. Und dann sage ich bis dahin tschüss. And don't fucking forget to look at my other videos. Es gibt nämlich ganz schön viele davon. Also wenn ihr Lust habt, habe ich euch eine Auswahl von zwei Videos hier getroffen und dann könnt ihr die anklicken und loven. Love it! Love me!